Mit Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 haben Activision und Vicarious Visions nicht irgendwelche Skateboard-Spiele neu aufgelegt, sondern zwei Ausnahmetitel, die sich um die Jahrtausendwende ins Herz einer ganzen Generation grindeten und nebenbei Namensgeber Tony Hawk auch außerhalb des Skateboard-Kosmos zum Star machten. Gut 20 Jahre später gibt's jetzt die Remakes für PS4, Xbox One und PC und viele aus eben jener Generation fragen sich, ist das noch genauso gut wie früher? Und können auch Neulinge damit Spaß haben? In unserem Testvideo finden wir es raus. Das Wichtigste vorweg, die Entwickler haben mit den fast schon kultisch verehrten Originalen glücklicherweise keinen Schabernack getrieben, sondern sie behutsam angepasst, ohne dabei aber den Geist der Vorlagen zu zerstören. Zum Beispiel bei den Karrieremodi, die in Touren umbenannt wurden, aber nein, keine Sorge, die funktionieren ähnlich wie damals. Ihr skatet also wie gehabt durch insgesamt 17 überschaubar große, aber auch sehr abwechslungsreiche Skateparcours wie einen Hangar, eine Schule oder die Straßen von New York und hakt auf Checklisten Ziele ab. Diese Ziele können Highscores sein, Sammelaufgaben oder das Absolvieren von speziellen Tricks an bestimmten Spots in den Levels. Im Vergleich zu den Originalen gibt's auch ein paar komplett neue Ziele, aber insgesamt haben sich die Entwickler mit Erweiterungen zurückgehalten, was schade, aber auch nachvollziehbar ist. Herausfordernd wird diese Zieljagd durch das schon damals knapp bemessene 2-Minuten-Limit für jeden Durchgang, das gerade aus heutiger Sicht etwas veraltet wirkt, aber auch für einen angenehmen Druck beim Spielen sorgt, insbesondere wenn es um die hohen Punkte-Kombos geht. Alle Levelziele innerhalb von einem Durchgang zu erreichen ist deshalb nicht unmöglich, aber ziemlich anspruchsvoll. Und für alle, die in Ruhe die Level erkunden und sich mit den Umgebungen vertraut machen wollen, gibt's alternativ auch einen Freeskate-Modus ohne Zeitdruck. Dementsprechend ähnelt der reine Ablauf den Originalen fast wie ein Ei dem anderen und glücklicherweise setzt sich das beim Gameplay fort. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 fühlen sich tatsächlich genauso an wie vor 20 Jahren. Das schnell zugängliche Trick-Kombo-System hat auch in der heutigen Zeit absolut nichts von seinem Charme verloren und begeistert nach wie vor mit seiner leichten Zugänglichkeit und der hervorragenden Lernkurve. Selbst Neulinge schütteln schon nach kurzer Zeit Kickflips, Grabs und Grinds aus dem Ärmel und finden sich schnell in der Tony-typischen "einen besseren Durchgang schaffe ich noch" Suchtspirale wieder. Langjährige THPS-Veteranen werden erstaunt sein, wie gut bestimmte Muscle-Memory-Mechanismen auch nach all den Jahren immer noch greifen und wie schnell man wieder drin ist. Die eigentlich erst später in der Serie implementierten Moves wie Reverts, Manuals und Wallplans lassen euch nun auch in den beiden Remake-Spielen ellenlange Kombos verketten und sorgen dafür, dass sich das Punktefestival insgesamt sogar noch einen Ticken runder anfühlt. Lange ununterbrochene Trickserien, insbesondere mit den individuellen Spezialtricks der Skater, sind ohnehin die Königsdisziplin, auch wir haben uns beim Test ständig dabei ertappt, immer wieder noch einen draufsetzen zu wollen. Puristen können im Menü trotzdem optional eine Pro Skater 1 oder Pro Skater 2 Konfiguration auswählen, dann fallen die ursprünglich noch nicht in diesen Teilen enthaltenen Mechaniken weg. Das zeitlose Spielprinzip trägt also auch dieses Tony Hawk und ist eindeutig das absolute Highlight des Remakes, auch wenn sich hier und da natürlich doch ein paar Abnutzungserscheinungen zeigen. Denn viele Aufgaben wirken heutzutage etwas dröge und auch das Erkennen von bestimmten Tricks auf engstem Raum klappt nicht immer, wir haben jedenfalls mehrfach Grinds ausgeführt, obwohl wir eigentlich einen Wallride machen wollten. Aber sei es drum, die sehr präzise und im Vergleich zu den Originalen sogar noch etwas direkter wirkende Steuerung verdient sich dennoch ein extra Lob. Natürlich sind sämtliche Skaterinnen und Skater der ersten beiden Teile mit an Bord, ihr könnt euch also auf ein Wiedersehen mit Bob Burnquist, Kareem Campbell, Alyssa Steamer und Co. freuen, auch wenn die alle in der Zwischenzeit natürlich sichtbar gealtert sind. Aber auch neue Gesichter haben es ins Roster geschafft, darunter Riley Hawk, der Sohn von Tony. Insgesamt 21 Charaktere stehen zur Wahl und damit ihr mit denen über die Levelziele hinaus genug zu tun habt, hat jeder eigene Herausforderungen spendiert bekommen. Und mit denen dürfen alle, die für so etwas empfänglich sind, auch weit nach Abschluss der Touren beschäftigt sein, die geübte Spieler in 5-6 Stunden geschafft haben sollten. Für Tony Hawk Neulinge kann das Freischalten späterer Level hingegen etwas frustig sein, denn erst wenn eine bestimmte Menge von teils recht anspruchsvollen Levelzielen erfüllt sind, öffnen sich die Skateparks weiter unten auf der Liste. Aber auch hier gilt natürlich, Übung macht den Meister.
Langzeitmotivation gibt's darüber hinaus genug. In der dritten Tour etwa könnt ihr Einzelsessions fahren und online eure Statistiken vergleichen. Komplett neu ist dagegen der Tempolauf-Modus. Darin gilt's, in möglichst kurzer Zeit sämtliche Levelziele eines Skate-Areals zu schaffen, was wir für eine sehr coole Variante halten, die vor allem für Serienveteranen interessant sein dürfte. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 ist darüber hinaus ziemlich vollgestopft mit per Ingame-Währung erwerbbarem Freischaltkram, darunter neue Outfits, Decks und Rollen. Für jeden Charakter können zudem Zusatzslots für Spezialtricks geöffnet werden und vieles mehr. Dazu kommen noch ein Editor für eigene Skaterinnen und Skater sowie ein Tool, mit dem ihr eigene Skateparks bauen könnt und das auch relativ intuitiv zu bedienen ist. Kurzum, langweilig wird's mit Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 vermutlich nicht so schnell. Zumal es ja auch eine umfangreiche Multiplayer-Komponente gibt. Online könnt ihr in Jams und Wettbewerben gegen Gegner aus aller Welt antreten und natürlich ist auch dieses Mal ein Splitscreen-Modus für zwei Spieler an Bord, in dem ihr zwar mit einer reduzierten Framerate leben müsst, der aber trotzdem ein echter Garant für wahre Highscore-Schlachten auf der Couch ist. Viele von euch dürften sich ganz bestimmt erinnern. Und natürlich verlieren wir zum Ende auch noch ein paar Worte über die Technik. Denn wie es sich für ein 2020er Remake gehört, erstrahlen sämtliche Kurse und Charaktere in einem noch nie zuvor gesehenen Glanz. Wo sich vor 20 Jahren Rampen, Rails und pixelige Umgebungsdetails noch aus einem Nebel schälten, gibt's jetzt bis ins kleinste Detail ausmodellierte Kurse mit scharfen Texturen, tollen Lichteffekten und hervorragenden Skater-Animationen. Klar, gefühlt sah das schon vor 20 Jahren so aus, aber schaut mal ein paar YouTube-Videos und euch wird die Kinnlade runterfallen, wie viel besser die Remakes aussehen. Kurioserweise sind durch die höhere Detaildichte manche Missionsstile ein bisschen schwieriger zu erkennen als früher, aber das ist ebenso wie die Clipping-Fehler höchstens eine unschöne Randnotiz. Gerade heute fällt allerdings auf, wie leer und leblos die Levels sind, denn bis auf ein paar Objekte wie Taxen, Bullies oder Straßenbahnen bewegt sich in den Remake-Levels immer noch sehr wenig. Dass es trotzdem fast zur Technik-Bestnote reicht, liegt am hervorragenden Soundtrack, der fast alle Tracks der Originale enthält und den wir hier aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht abspielen dürfen. Aber glaubt uns, Lieder wie Goldfingers Superman sorgen für einige wohlige Nostalgieschauer. Insgesamt ist Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 also ein fast durch die Bank gelungenes Remake geworden, das sowohl für alte als auch potenzielle neue Fans interessant sein dürfte. Die Entwickler haben die Spiele nicht mit aufgebläht wirkenden Neuerungen überschüttet, so wirken die Neuauflagen angenehm reduziert, bieten mit den Anpassungen wie den Reverts aber auch genügend sinnvolle Eigenständigkeiten, die das wohlige Spielgefühl wunderbar ergänzen. Fehlerfrei sind die Remakes hingegen nicht und auch dem Spieldesign merkt man hier und da noch sein Alter an. Alles in allem zeigt Tony Hawk aber endlich mal wieder, wo das Skateboard die Rollen hat und bekommt von uns eine ausdrückliche Empfehlung. Musik.